Nach ihrer Entdeckung im 15. Jahrhundert in Peru durch Christoph Kolumbus hält die Tomate ein Jahrhundert später Einzug in Spanien und Neapel. Zu der Zeit hat sie die Größe unserer heutigen Kirschtomaten und ist gelb, sodass sie deshalb Pomme d'Or, Goldapfel, genannt wird. Da sie als giftig gilt, bleibt ihr für lange Zeit die Rolle als Dekorationselement vorbehalten. Erst im 18. Jahrhundert entdeckt man ihre Vorzüge. Und 200 Jahre später findet sich die Tomate überall auf der Speisekarte. Heute hat sich Frankreich als fünftgrößter Tomatenproduzent in Europa etabliert. Direkt nach Italien, Spanien, Griechenland und Portugal. Jeder Franzose konsumiert im Durchschnitt ca. 14 Kilogramm Tomaten pro Jahr. Im Westen Frankreichs werden 33% der landesweiten Produktionsmenge erzeugt. Als Erbe einer langen Tradition im Gemüseanbau, dessen Ursprung bis ins Mittelalter zurückreicht, geht die eigentliche Gründung der Firmengruppe Saviol auf den Anfang der 1980er Jahre zurück. Sie ist das Ergebnis aus dem Zusammenschluss zweier Kooperativen im Gemüseanbau, der sogenannten Presqu'île und der GMB, die sich zwar in Konkurrenz gegenüberstanden, die jedoch dieselben Wertvorstellungen teilen. Solidarität, Förderung des gegenseitigen Austauschs, Sinn für Innovation und den Willen zum Fortschritt. Durch die Vereinigung ihrer Wirtschaftskraft beenden die beiden Kooperativen eine sterile Konkurrenzsituation auf einem gesättigten lokalen Markt und erschließen sich gemeinsam neue Horizonte. Einerseits wird die Eroberung neuer Märkte durch die Zentralisierung des Vertriebs und der technischen Beratung mit Unterstützung durch die Gründung der Marke Saviol begünstigt. Andererseits nimmt die Beibehaltung der dezentralen Verwaltung der Arbeitsgeräte, der Treibhäuser und Verpackungsanlagen jeden Gemüsebauern in die Verantwortung und sensibilisiert ihn für das gemeinsame Ziel, den Aufbau einer Qualitätskette vom Treibhaus bis zum Teller des Verbrauchers. Heute erzeugt Saviol 70.000 Tonnen Tomaten, 1.400 Tonnen Erdbeeren, 600 Tonnen Gurken bei einem Gesamtumsatz von 142 Millionen Euro. In der Kooperative sind heute 130 Gemüsebauern mit einer Anbaufläche von insgesamt 230 Hektar organisiert. Die Marke schafft direkt 2.000 Arbeitsplätze. Mit stets offenem Ohr für neue Trendentwicklungen beim Verbraucher erstellt Saviol Vorgaben, die als Anleitung für die Forschung zahlreicher Saatgutunternehmen überall auf der Welt dienen. Die neu entwickelten Sorten werden im Versuchstreibhaus des Unternehmens getestet. Alle werden durch natürliche Selektion der Pflanzen gewonnen. Anders ausgedrückt, durch Kreuzung von Elternpflanzenlinien. Die Abteilung Forschung und Entwicklung von Saviol bewirtschaftet dieses Treibhaus mit einer Fläche von einem halben Hektar, um unterschiedliche Pflanzenvarianten zu testen. Jedes Jahr untersuchen wir auf diese Weise 250 bis 300 Sorten, die aus der ganzen Welt zu uns kommen. Wir stehen in Verbindung mit mehr als 15 Saatgutherstellern in Europa, Asien und Israel. Seit seiner Gründung hat das Gemüseanbauunternehmen kontinuierlich das direkte Gespräch mit dem Verbraucher gesucht. Verkostungsjurys für die Auswahl der Sorten, Tage des offenen Treibhauses bzw. Veranstaltungen in der Zuchtstation, durch Information und Animation am Verkaufsort. Dank dieser Kommunikationskampagnen war es möglich, in der breiten Öffentlichkeit das Image eines ehrgeizigen, enthusiastischen und innovativen Unternehmens zu etablieren. Im Lauf von 30 Jahren hat sich Saviol mit seinem Kreis von Gemüseerzeugern mehr als nur einen Namen gemacht. Innerhalb des Universums des kommerziellen Obst- und Gemüseanbaus hat es sich zu einer Referenzmarke entwickelt. Unter den Tomatenproduzenten in Frankreich hat das Unternehmen den ersten Platz erklommen. Als Vorreiter für die Produktsegmentierung im Jahr 1994 und die Einführung konfektionierter Verkaufsgebinde für Verbraucher im Jahr 1998 erzeugt und vermarktet Saviol heute mit mehr als 20 Tomatensorten das vielfältigste Angebot des Marktes. Die französischen und europäischen Verbraucher essen Tomaten fast das ganze Jahr über. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, kommt man um den Anbau unter geschützten Bedingungen nicht herum. Daher wachsen die Tomaten bei Saviol von März bis November auf einem Pflanzsubstrat auf Torf- und Kokosfaserbasis. Dieses Verfahren wird bodenloser Anbau genannt. Die Wurzeln entwickeln sich ganz uneingeschränkt und die Pflanzen sind vor eventuell im Boden enthaltenen Parasiten geschützt. Die Tomaten werden mit Hilfe eines computergesteuerten Mikrobewässerungssystems mit Wasser versorgt, so dass die Pflanze genau die Wasser- und Nährstoffmenge bekommt, die sie je nach Wetter und Temperatur benötigt. Der Gemüsebauer verbraucht auf diese Weise zweimal weniger Wasser als für eine Pflanze, die in der Erde wächst. Im Winter niemals zu kalt, im Sommer niemals zu heiß.
Das außergewöhnlich ausgeglichene Klima der Landzunge des Finisterre ermöglicht es, die homogene Qualität der Saviol-Produkte zu erzielen. Was das Anbauprinzip betrifft, so ist Saviol die erste landwirtschaftliche Organisation in Frankreich, die sich schon seit 1983 dem integrierten biologischen Pflanzenschutz verschrieben hat. Diese originelle und natürliche Technik besteht darin, zum Schutz der Pflanzen die natürlichen Feinde der Tomatenparasiten in die Treibhäuser einzubringen, sodass der Einsatz chemischer Produkte vermieden wird. Jedes Jahr züchtet Saviol Millionen schützender Insekten, die in den Kulturen freigesetzt werden. Direkt beim Eingang werden die aus den verschiedenen Erzeugerbetrieben eintreffenden Tomatenchargen identifiziert und einer strengen Kontrolle unterzogen. Der für die Abnahme zuständige Mitarbeiter prüft die Farbe der Früchte, ihre Frische, Festigkeit, Aussehen, Größe und den Zuckergehalt. Damit die Charge zu den Verpackungsanlagen weitergeleitet werden kann und die Farben der Marke tragen darf, muss sie mit den Qualitätsvorgaben von Saviol übereinstimmen. Sind diese nicht erfüllt, wird sie herabgestuft oder abgelehnt. Darüber hinaus werden externe Kontrollen durchgeführt, denn die Kooperative ist auch nach den Standards des Global Gap zertifiziert. Diese Zertifizierung garantiert die Einhaltung guter Anbaupraktiken hinsichtlich Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit der Verbraucher. Sobald bei der Vertriebsabteilung eine Bestellung eingeht, wird diese mit größter Sorgfalt bearbeitet, um in Frankreich wie im Ausland eine fristgerechte Lieferung unter kontrollierten Temperaturbedingungen zu garantieren, die von Speditionen ausgeführt wird, die sich auf den Transport von Frischprodukten spezialisiert haben. Dieser Expresstransport sorgt dafür, dass die Tomaten mit maximaler Frische beim Verbraucher ankommen. Bei Saviol sind die Zukunftsperspektiven in drei vorherrschende Richtungen orientiert: Aufbau junger Erzeuger, Umweltschutz und Fortsetzung der Innovation. Saviol setzt sich für den Anbau seiner Früchte und Gemüse in Einklang mit der Natur ein, um damit gleichzeitig die Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen.